Es ist diese Art von Jahreszeit gekommen, wo man die Vögel zwitschern hört, die Sonne scheint und der Himmel strahlt in einem schönen Blau. Und das ist genau die perfekte Jahreszeit, wo man frische, nice Übergangsjacken rocken kann endlich. Und deshalb zeige ich euch heute alle meine Übergangsjacken und ich habe noch ein paar Low-Budgets rausgesucht für die Sparfüchse unter euch. Und ich würde sagen, wir fangen an mit meinen Jacken, dann machen wir noch Alternativen dazu und ich würde sagen, Power! Puh! Kategorie Nummer 1, was einfach jeder braucht, sind schöne Fleecejacken, schöne Schäfchenjacken. Ich kann euch da im Best Case einfach die von Moskets empfehlen. Finde ich nice, weil man kann sie einfach überall einstellen. Und das Ding fittet einfach perfekt, Preis-Leistung top. Natürlich gibt es noch Trendvision, Systemic und vielleicht noch günstige Alternativen bei Zara. Aber ich sage ehrlich, ich gehe immer mit denen von Moskets. Kategorie Nummer 2 sind ganz klar Workwear-Jacken, braucht einfach jeder. Das ist einfach ein Old-Time-Classic und das ist die Workwear-Jacke von Dickies. Ein Kala Para Tutorial. Glaube ich, kostet roundabout 70 Euro. Kann man nie was mit falsch machen. Die wird in 10 Jahren noch immer fresh aussehen. Versprochen, wird auch nicht gebrochen. Ja, ist leicht gefüttert, fittet nice. Ich habe hier eine XL auf 1,83 und ich würde sagen, fit ist irgendwo. Mein Highlight ist aber ganz klar die Jacke von Diven by Diven. Ich werde so oft danach gefragt. Zweimal. Aber ich wurde schon mal danach gefragt. So, piss ein. Spaß beiseite, aber die Jacke ist einfach übertrieben fresh. Ich muss sagen, Diven by Diven, ist eine französische Marke, falls Sie ein oder anderen nicht kennen, hat wirklich sehr, sehr nice Übergangsjacken. Ich finde die nice, weil sie ist eigentlich schlicht, farblich, aber trotzdem auffällig durch das Muster. Das heißt, kann man sie trotzdem einfach daily rocken und das ist einfach sehr, sehr nice. Kategorie Nummer 3 sind ganz klar College-Jacken. Bist du deppertisch schwer. Ich habe da zwei verschiedene Varianten. Einmal eine von Returnity und eine von Outtype. Habe ich beide zugeschickt bekommen, also Kuss geht raus. Fangen wir an bei der Jacke von Returnity. Auch ein zeitloses Ding, bin ich mir ziemlich sicher, weil, weiß nicht, ob du es kennst, aber die Jacken von Saint Laurent, also die gibt mir so ein bisschen diese Saint Laurent Teddy-Jacke-Vibes. Heißt die Teddy-Jacke? Ich hoffe es für mich. Aber das ist einfach auch ein zeitloses Ding, was man immer rocken kann oder rocken werden kann, könnte oder ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Jacke Nummer 2 ist die von Outtype, habe ich schon gesagt, glaube ich. Die ist wirklich ultra heavy. Ich musste sie kurz runterheben, nicht, dass ich einen Schultermuskelkater bekomme. Sieht man eigentlich, dass ich trainiere ab und zu? Oh, nein, oder? Danke. Die Jacke ist einfach perfekt für auch ein bisschen kältere Abende, weil das halt auch drinnen so ein bisschen gesteppt ist. Ist nice, schön heavy und ich glaube, die hat nur 150 Euro gekostet. Das heißt, absoluter fairer Preis für die Qualität, für die Details, wie viel Stitching man sie hat. Also crazy, man. Ah ja, by the way, nicht wundern, warum ich hier jede Jacke lobe. Ist logisch, weil sonst hätte ich sie nicht, beziehungsweise wenn nicht, hätte ich sie schon aussortiert. Also nicht, dass ihr denkt, ich oh, bei jedem. Ich weiß nicht, Kategorie Nummer 1, 2, 3. Jeansjacken, und zwar kann man mit Jeansjacken nie was falsch machen. Ich muss sagen, so blaue Jeansjacken, immer ein bisschen schwer zu kombinieren für mich, aber die kann man wirklich sehr, sehr nice kombinieren. So eine beige Jacke, die ist von Ola Kala zum Beispiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man perfekt mit Jeans rocken, die was so eine sandverwaschene Optik haben, aber auch mit Trackpants. Aber ja, Jeansjacken, mein Favorite, ganz klar, von Ola Kala. Schöne Details, nicer Fit, einfach Bussi-Fan. Kategorie Nummer 5 sind jetzt Lederjacken. Sollte auch einfach jeder im Kleiderschrank haben. Ich weiß, ich sage, jeder braucht jede Art von Jacke, musst du wissen, welche Art von Jacken du rocken willst und was auch immer. Aber Lederjacken sind einfach ein Classic, werden nie out sein. Und die, bin ich mir auch sicher, wird never ever irgendwie aus der Mode gehen. Ist ein schlichtes Ding, wieder von Ola Kala. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich Ola Kala wirklich appreciate. Die Ola Kala Jacke hat auf jeden Fall meiner Meinung nach einen cleanen Fit. Ist einfach nice, vor allem wenn man mal ein bisschen schicker unterwegs sein möchte, ist die einfach auch gediegen. Natürlich für die Outdoor-Wanderburschen gibt es natürlich auch noch Regenjacken. Ich meine, die wird jetzt kein Outdoor-Wanderbursche tragen, aber das ist eine Jacke von Scuffers. Meiner Meinung nach, Colorway ist Feierabend, der kommt wirklich. Schockgesell. Ah, Bruder, da sehe ich mich drin. Der Vorteil bei dieser Jacke ist auch, die Leute verwechseln dich einfach mit einem Foodora-Lieferant. Das heißt,
Das hat eigentlich keinen Vorteil. Ich rede einfach nur einen Scheiß. Aber die Jacke ist wirklich sehr, sehr geil. Man kann sie unten auch wieder ein bisschen enger machen. Das ist fittet ein bisschen croppter. Sehr, sehr auffälliges Ding. Aber wenn man sie tragt, scheppert sie brutal. Hat auch schöne Pockets vorne. Ich glaube, die gibt es auch in Grau und Schwarz. Aber wenn ihr eigentlich solche Art von Jacken feiert, gibt es eigentlich verschiedene Varianten. Moskets hat nice Varianten. Die produzieren, glaube ich, so eine selben Produktion wie Acta Aerix. Das heißt, sehr, sehr faire Preise da. Uniqlo, wenn man es noch günstiger haben will. Oder Acta Aerix, wenn man Geld hat. Wir kommen jetzt noch zu ein paar günstigen Jacken. Ich werde euch da irgendwie die Preise einblenden. Aber die kosten alle durchschnittlich so um die 60 bis 80 Euro. Ich habe leider nicht jede Jacke von denen anprobiert. Aber ich kann euch auf jeden Fall die Jeansjacke empfehlen. Die hatte ich sogar mal an bei einem Videodreh. Fittet wirklich sehr, sehr nice. Schöner cropped Fit, war schon clean as fuck. Welche Jacke mir auch extrem gut gefällt bei Zara ist gerade diese Kunstlederjacke. Hat einen schönen Colorway, ist zwar ein bisschen auffälliger, aber wenn man das mag, gehen wir weiter zu Weekday. Da habe ich, glaube ich, auch zwei, drei ausgesucht. Ich glaube zwei. Und zwar sind das einmal die Workwear-Jacken. Die gibt es einmal in Schwarz und in Grün. Die grüne hatte ich tatsächlich auch schon mal an. Die Waschung ist wirklich geil. Ich meine, kostet 90 Euro, ist für Weekday recht teuer, aber sehr, sehr cleanes Ding. Das letzte Piece war ebenfalls wieder so eine Cropped Bomber Denim Jacke. Ich hoffe, man nennt diese Art von Jacken so. Gibt es in Schwarz und so einen grau verwaschenen Ton. Kann man sich aussuchen. Hatte ich tatsächlich auch an. Ich glaube, mir wäre perfekt eine M, weil ich habe sie in S probiert, weil keine anderen Größen mehr gab. Aber cleanes Ding. Kann man nichts falsch machen. Aktuell trendy. Ich fühle mich wie so ein Opa, der was über trendige Sachen redet. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt es nicht zu sehr weggecringed. Das war mal wieder was Neues. I hope you like it. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll. Was ich auf jeden Fall am Plan habe, ist eine Schuh-Collection-Video zu machen. Das heißt, meine Sneaker-Sammlung. Spammt die Kommentare voll, falls ihr darauf Bock habt. Und ich würde sagen, wenn nicht, dann verpiss dich und wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr. Wenn nicht, dann Pech. TGQ Evergreen.